Ready to race, motherfuckers. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und herzlich willkommen auf meiner Super Duke. Und die bremsen schon wieder und wir müssen natürlich auch abbiegen, deswegen... Oh, geil, dieser Sound. Ja Leute, heute in diesem Video soll es einfach mal um die Top 5 Gründe für eine KTM Super Duke gehen. Wir hatten ja letztens jetzt schon den Part Top 5 Gründe gegen eine Super Duke und heute machen wir einfach mal Top 5 Gründe für eine Super Duke, denn ja, es gibt mehr als 5 Gründe eigentlich für eine Super Duke, aber ich erzähle euch heute einfach mal meine Top 5 Gründe für eine Super Duke. Denn, ja, so eine Super Duke ist ein verdammt geiles Moped. Grund Nummer 1 ist eigentlich simpel, es ist der fucking geile V2. Junge, das Ding marschiert wie Sau und der Motor, der macht einfach so viel Spaß zu fahren. Man muss halt sagen, der Motor ist halt jetzt nicht so weich zu fahren wie ein schöner reiner Vierzylinder. Ist klar, ist ein schöner V2 und noch dazu ein 1300 Kubik V2 mit fucking 144 Newtonmeter und der klingt auch einfach geil. Also, wenn ich mal schlechte Laune habe, ich setze mich auf das Ding, drücke hier drauf, Status-Moped. Und ja, ich habe sofort ein Grinsen im Gesicht. Ich denke mal, jeder, der selber eine Super Duke hat, ihr könnt gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr an eurer Super Duke so geil findet. Also an die Leute, die jetzt eine Super Duke fahren. Und ja, ich muss halt sagen, puh, der Motor, der ist schon ein richtig geiler Grund, dass man sich eine Super Duke kauft. Denn der Motor, der ist wirklich so genial. Vor allem die Leistung, puh. Puh, die ist schon krank. Und das ist jetzt auch eine super Überladung zu Punkt Nummer 2. Nämlich ist das die Fahrbarkeit. Die kann man beziehungsweise auch wieder gleichstellen mit dem Punkt 1. Genau wie letztes Mal mit den Top 5 Gründen gegen den Super Duke. Nämlich ist das die Fahrbarkeit. Denn man muss halt sagen, trotz den 177 PS, was das Ding hat, kann man das Ding wirklich easy fahren. Also ich habe auch schon hin und wieder mal einen Fahranfänger fahren lassen. So wie zum Beispiel meinen Kollegen, der noch nicht mal den Führerschein damals hatte. Und der hat sich damit auch nicht umgebracht, sondern ist damit auch einfach gefahren und ohne dass da wirklich viel drauf achten muss. Klar, man muss ein bisschen Köpfchen haben, aber solange die Elektronik an ist und du ein bisschen vernünftig bist, ja, ich gebe es zu, ich bin jetzt nicht unbedingt der vernünftigste Mensch, kannst du das Ding aber auch als erstes wegfahren. Klar, ich würde es keinen empfehlen, kennt ihr. Aber man könnte es machen, weil das Ding wirklich so genial fährt und auch so einfach zu fahren ist. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ich muss sagen, der Punkt Nummer 3 ist für mich eigentlich wirklich nicht relevant. Nämlich ist das der Verbrauch. Aber mich fragen halt irgendwie immer wieder viele Leute, was so ein Moped verbraucht. Deswegen muss ich das eigentlich hier reinnehmen, denn das Ding ist ein, also gefühlt ist das Ding Öko. Also ich kann hier euch die Anzeige mal zeigen. Ich bin jetzt bei 5,2 Liter. Servus, obwohl ich mit ihr heute schon ein bisschen ballern war. Und klar, die Anzeige stimmt jetzt nicht ganz. Zeigt meistens 0,2 Liter weniger an, was sie wirklich verbraucht. Aber wenn man da jetzt 0,2 Liter drauf rechnet, was sie normalerweise so verbraucht, ich habe es mir auch schon öfters mal ausgerechnet, ich bin bis jetzt noch nie über 6 Liter beim normalen Ballern gekommen. Und das musst ihr halt jetzt auch mal vorstellen, das ist halt echt nicht viel, wenn man sich überlegt, dass man hier 177 PS unterm Arsch hat. Alter, was kriegst denn du da jetzt so dahin? Da ist ein 50er, du geschissener Hund. Und wenn man sich einfach mal überlegt, das sind 1300 Kubik unter deinem Arsch und das Ding verbraucht weniger als meine 600er CBR. Alter, was ist mit dir? Alter, komm, leck mich am Arsch. Du Dreckshund, Alter. Aber ich muss ganz klar sagen, Verbrauch ist für mich eigentlich wirklich scheißegal. Und ja, ich benutze meine Bikes auch für den Alltag. Und trotzdem gebe ich eigentlich wirklich einen Fick auf den Verbrauch. Solange es Spaß macht, solange ich ein großes Grinsen im Gesicht habe, ist mir der Verbrauch wirklich scheißegal. Ich sage immer so, Hauptsache man hat Spaß.
Alter, was ist denn das für ein geiler Anhänger? Alter, was ist denn das für ein geiler Anhänger? Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Nämlich ist das das Handling. Ich weiß, Leute, ich habe es im anderen Video bei den negativen Dingen erwähnt. Nur ich muss sagen, wenn man das Handling mag, also das spielerische Handling, was jetzt nicht so typisch für eine Hypernaked ist, dann will man es haben und ich feiere es einfach. Deswegen habe ich das einfach hier in dieser Liste drinnen. Und dann kommen wir auch ganz kurz zu Punkt Nummer 5, wo ich hier auch nochmal kurz stehen bleibe. Nämlich ist das hier einfach ganz klar diese Optik. Klar, man muss jetzt sagen, der Punkt Nummer 5 ist jetzt wirklich Geschmackssache, denn nicht jedem gefällt eine Super Duke, aber wenn euch eine Super Duke gefällt, dann werdet ihr mit ihr sicher nichts falsch machen, denn das Ding ist einfach so genial. Also ich muss sagen, das ist die einzige Hypernaked, bis auf die MT10, die mir 100% gefällt. Die MT10 SP ist für mich noch auf der gleichen Linie, die finde ich noch extrem geil, aber sonst gibt es für mich eigentlich nichts, was wirklich so schön ist. Ich meine, es fängt hier an von der Seitenansicht mit diesen Flügeln hier, so spitz gezogen, einfach sexy, dann über den Hauptrahmen, über den Heckrahmen und das Heck. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das Heck einfach so sexy. Alter, ich komme mir mit dem Ding die ganze Zeit auf den Kies spülen, Alter, bis der Arsch durchgeht, Alter. Ja, so geil. Ja, Leute, das war es jetzt mit dem Top 5 Gründen für eine Super Duke. Ganz klar, das waren jetzt nur meine Top 5 Gründe. Wenn ihr andere Top 5 Gründe habt, schreibt das bitte gerne mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, beziehungsweise rumkommt. Und ja, Leute, was guckst du denn so, Alter? Ich gucke, Alter. Oh, der Typ da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich habe gesagt, wir sehen uns bzw. hören uns eventuell im nächsten Video oder vielleicht auch Raw-Video. Also Leute, haut rein und peace!